Frankreich gegen Deutschland. Endlich geht es los. Können wir das Spiel hier schön draußen im heimischen Garten schauen oder im Biergarten um die Ecke? Das finden wir jetzt gemeinsam raus. EN Plus präsentiert das EM-EN-Wetter. Die Wetteraussichten für den Ennepe-Ruhr-Kreis zur Europameisterschaft. Ein schwerer Gegner wartet im ersten Spiel auf die deutsche Elf. Anpfiff gegen Weltmeister Frankreich ist um 21 Uhr und zwar in München. Dementsprechend interessiert uns beim EM-EN-Wetter natürlich ganz genau, wie das Wetter am heutigen Dienstagabend wird. Zum Nachmittag hin erreichen die Temperaturen hier im Kreis heute ihre Höchstwerte. Bis 23 Grad in Sprockhövel und weiter südlich in Gevelsberg, Schwelm und Breckerfeld. Der übrige Kreis schafft 24 Grad. Also schon mal nicht mehr ganz so heiß wie die letzten Tage und es ist auch einigermaßen bewölkt. Gegen Abend lockert es dann immer mehr auf und pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr ist es im Ennepe-Ruhr-Kreis weiter trocken. Und das bleibt dann auch die zweite Halbzeit über so. In Witten und Hattingen halten sich die 20 Grad, Breckerfeld 18, im übrigen Kreis sind es 19 Grad. Wer sich dann zu Fuß auf den Heimweg macht, sollte vorher schon an den Pulli oder eine leichte Jacke denken. Dann steht dem EM-Fieber nichts mehr im Weg. Die deutsche DFB-Elf ist gestern bei bestem Wetter nach München gereist und ready für einen Sieg gegen Frankreich, so wie Manuel Neuer. Wir als Mannschaft sind natürlich alle sehr heiß. Wir freuen uns riesig auf den Start. Das erste Finale kann losgehen. Wir spielen ja direkt gegen Frankreich und ihr wisst, wir brauchen einfach eure Unterstützung. Wir haben uns super vorbereitet. Wir sind richtig heiß und motiviert und wollen natürlich alles geben für die Europameisterschaft. Drückt uns die Daumen, egal ob im Stadion, zu Hause, mit Freunden oder wie auch immer. Wir wissen, dass ihr hinter uns steht und vielen Dank dafür. Bis bald, euer Manuel. Ganz egal, wo ihr das Spiel heute Abend schaut, ihr drückt bestimmt auch ganz besonders der deutschen Mannschaft die Daumen. Mach ich natürlich auch. Und wir sehen uns dann am Samstag wieder, denn dann heißt es Deutschland gegen Portugal. Das EM-EN-Wetter für alle Spiele der deutschen Elf. Nur bei EN Plus. Fernsehen für den Ennepe-Ruhr-Kreis.